Sind Sie ein neidischer Mensch? Ich tippe mal nein. Wenn ich das bei meinen Vorträgen frage und frage, nehmen Sie eine Skala von 1 bis 10. 1 heißt gar nicht neidisch, 10 heißt extrem neidisch. Dann ordnen sich die allermeisten Leute zwischen 1 und 3 ein, also ganz wenig neidisch. Und das wissen wir auch aus der wissenschaftlichen Neidforschung, dass die meisten Menschen von sich behaupten, sie seien nicht neidisch. Aber wir wissen auch, dass das nicht stimmt. Und warum nicht? Warum leugnen eigentlich Menschen, dass sie neidisch sind? Neid ist die einzige der Todsünden, die man leugnet, zu der man nicht stehen kann. Und Psychologen, Neidforscher haben sich damit beschäftigt, warum das so ist. Die Antwort ist eigentlich nicht so schwer. Wer neidisch ist, der gibt zu, der andere hat etwas, das ich selbst gerne hätte, aber nicht habe. Und das führt zu der manchmal unbequemen Frage, warum habe ich das denn nicht? Eine Frage, die leicht ans Selbstwertgefühl gehen kann. Und genau das ist der Grund, warum die Menschen Neid leugnen. Jetzt sagen manche, Neid muss ja gar nicht negativ sein. Es gibt ja auch einen positiven Neid, der ein Ansporn ist. Nein, das ist falsch. Da haben Sie einfach das falsche Wort verwendet. Neid ist eine destruktive Emotion. Neid heißt nicht, ich möchte sehen, wie ich besser werde, um das zu erreichen, was der andere hat. Das ist kein Neid. Das ist Bewunderung. Neid heißt, ich möchte, dass es dem anderen schlechter geht. Ich möchte, dass dem anderen etwas weggenommen wird. Und dann erst geht es mir besser, wenn es dem anderen schlechter geht. Das ist Neid und das ist eine durch und durch destruktive Emotionen, die aber die meisten Menschen nicht zugeben.